Unsere Doku ist jetzt seit 2 Wochen online und ihr habt mir Fragen dazu gestellt. Und zwar richtig viele. Deswegen möchte ich in diesem Video mein Bestes geben, die zu beantworten. Viel Spaß! Wie viele Kilometer habt ihr mit den Autos insgesamt zurückgelegt? 8.500. Wie hoch waren die Stromkosten für die Autos? Wir haben auf unserer Reise einen bunten Mix aus verschiedenen Ladestationen mit unterschiedlichen Tarifen genutzt und auch häufig die Möglichkeit gehabt, gratis an unseren Unterkünften zu laden. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den Mittelwert von 40 Cent die Kilowattstunde für unsere Stromkosten genommen und dabei herausgefunden, dass es sich schon lohnt, ein effizienteres Elektroauto zu fahren. Wie viele Burger und wo am besten? Ja, wir haben auf der Reise wirklich sehr viele Burger gegessen, aber der beste war nicht mal in der Doku drin. Den gab es nämlich in Stockholm bei Frankie's Burger. Ich habe euch den Google Maps Link mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Warum habt ihr die Autos ausgewählt, die ihr gewählt habt? Ich sage euch Leute, das war eine super knifflige Sache. Nicht, weil uns keine coolen Autos eingefallen sind, sondern weil man die ja auch tatsächlich für den Dreh organisieren muss. Und das bedeutet, dass wir lang mit den Autos unterwegs sind, viele Kilometer drauf fahren und sie im Optimalfall auch noch folieren können. Deswegen geht direkt nochmal ein dickes Dankeschön an Alex raus, der uns sein Model Y einfach so ausgeliehen hat. Das hat uns auch eh gut in Kram gepasst, denn das Y ist in unseren Augen das aktuell spannendste und relevanteste Elektroauto. Weil wir beim letzten Mal ja schon einen Verbrenner dabei hatten, wollten wir dieses Mal als Zweitfahrzeug aber einen echten Tesla-Konkurrenten mitnehmen. Also im besten Fall einen anderen E-SUV. Als erstes haben wir uns dafür im deutschen Premium-Segment umgeschaut, weil auch wenn die Autos dort ein bisschen teurer sind, wäre es halt einfach super interessant gewesen zu sehen, was so die Antwort der deutschen Ingenieurskunst auf Tesla ist. Um an so ein Ding ranzukommen, haben wir Verschiedenes versucht. Wir haben Freunde und Familie gefragt, leider erfolglos. Wir haben verschiedene Pressestellen von großen Herstellern angeschrieben, aber dort immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass wir das Auto für 1, maximal 2 Wochen haben dürfen und auch nur, wenn es nicht im direkten Vergleich zum Tesla im Film zu sehen ist. Als letzte Option blieb also nur noch die Miete. Und so sind wir an Nextmove geraten, die uns ein faires Angebot für den ENIAC gemacht haben. Als erstes dachten wir, ist das wirklich das, was wir wollen? Aber dann haben wir gesehen, dass der Spec von dem ENIAC, den wir dort bekommen könnten, exakt gleich teuer war wie das Model Y von Alex. Und dann hat es bei uns wieder Klick gemacht. Ey, 2 genau gleich teure E-Autos miteinander vergleichen, das wär's doch. Und außerdem ist der ENIAC in Deutschland richtig beliebt und steht repräsentativ auch irgendwie für den ID4, ID5 und Audi Q4 e-tron im Rennen. Der einzige Haken, die Allrad-Variante vom ENIAC war zu dem Zeitpunkt so frisch auf dem Markt, dass sie noch nicht zur Vermietung verfügbar war. Wir haben uns gedacht, das ist bestimmt kein Problem. Wir sind ja auch trotzdem beim Nordcup angekommen. Aber jetzt haben wir halt ein paar Kommentare von Leuten unter der Doku, die meinen, dass es mega unfair war. Naja, mein Gott, man kann nicht alles haben. Hasst Skoda euch jetzt? Ich hoffe nicht. Wir haben uns im Film zumindest mega Mühe gegeben, jede Situation, die uns mit dem ENIAC passiert ist, so darzustellen, wie sie halt auch nun mal war. Und klar, das Ding konnte leider nicht so ganz mit dem Tesla mithalten. Der hat aber auch viele, viele Jahre Entwicklung Vorsprung. Und ich hoffe, dass die bei Skoda das jetzt nicht als Beleidigung nehmen oder so, sondern eher als Ansatz, um irgendwie ihr Auto zu verbessern, damit wir in Zukunft mehr konkurrenzfähige E-Autos auf unseren Straßen haben. Dieses Video wird euch übrigens von RhinoShield präsentiert. Black Friday ist ja eigentlich schon vorbei, aber bei RhinoShield gehen die Angebote noch bis Dienstag weiter. Wenn ihr also auf der Suche nach einer super stabilen Hülle mit individuellem Design seid, könnt ihr in den nächsten 24 Stunden noch je nach Smartphone und Case-Modell bis zu 60% sparen und mit dem Code FelixBF bekommt ihr sogar 10% nochmal zusätzlich obendrauf. Ich packe euch den Link mal unten in die Beschreibung, vielleicht findet sich da ja auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank an RhinoShield für den ehrenhaften Support. Wie viel länger hat die Fahrt gedauert, weil ihr anhalten musstet, um zu drehen? Sehr viel länger. Ich glaube, man kann die Reise ohne Kamera in so 1 bis 2 Wochen easy hinbekommen. Wir waren aber 1,5 Monate unterwegs.
Wie viel Arbeit ist circa in die Effekte, die Rudi gemacht hat, geflossen? Also mit eigentlichem Umsetzen, aber auch Planung der Effekte. Den sehr viel kleineren Teil der Planung habe ich übernommen. Ich habe im Schnittprogramm einfach immer so richtige Billo-Dummy-Animationen gebaut, an Stellen, an denen ich es für sinnvoll gehalten habe, die dann Rudi gegeben, und er hat in insgesamt grob 300 Stunden Arbeit dann seine Magie in Blender und After Effects wirken lassen, um richtig epische Szenen daraus zu zaubern. Mich würde interessieren, wie ihr die Kartenanimationen gemacht habt. Dafür müssen wir kurz zu Rudi rüber. Ja, erzähl doch mal, wie hast du es gemacht? Also ganz grundsätzlich sind die Animationen in After Effects entstanden mit dem Plugin GeoLayers 3. Allerdings sind so gut wie alle Kartendaten, die man da so finden kann und verwenden kann, natürlich in sommerlichem Grün. Und für den Film sollte natürlich Schnee drin sein. Das war also das erste Problem, was es zu lösen gab. Aber die NASA bietet zum Glück 84K große Satellitenbilder der ganzen Erde in unterschiedlichen Jahreszeiten zum freien Download an, die aber noch aufwendig in die sogenannte Mercator-Projektion umgewandelt werden mussten. Obendrauf kamen noch ganz viele Farbkorrekturen, Wolken, Schatten von Wolken, blaue Atmosphären eben, einen Layer für die nächtlichen Lichter der Großstädte und dann natürlich noch die Navigationselemente, die ich im Apple Maps Style nachgebaut habe. Routen, Icons, unsere Legende mit Kompass, der sich korrekt mit der Route bewegt. Also im Endeffekt eine ganz einfache Angelegenheit, oder? Total easy. Guckt mal, Leute, wie viele Layer da in After Effects offen sind. Keine Ahnung, wie Rudi da den Überblick behält, aber Props gehen raus. Vielen Dank. Hattet ihr Spikes auf den Reifen? Nein, hatten wir nicht, denn erstens bringen Spike-Reifen nur auf Eis was, bei Schnee macht es keinen Unterschied, und zweitens sind diese Reifen auf deutschen Straßen illegal. Das heißt, wir hätten bis nach Skandinavien fahren müssen, dann dort einen Radwechsel machen müssen, unseren alten Räder dort irgendwie einlagern oder in den Kofferraum reinpuzzeln, dann bis zum Nordkap, dann wieder zurück, dann wieder umtauschen. Das ist es einfach nicht wert. Warum verliert ihr Skoda so viel mehr Reichweite bei der Kälte? Das magische Wort heißt Octovalve. Das ist das zentrale Bauteil des Kühl- und Heizsystems im Tesla und es kann dafür sorgen, dass Wärme- und Kälteenergie von überall im Auto mit allen anderen Komponenten ausgetauscht werden kann. Das Model Y kann also viel Energie doppelt verwerten, die beim ENIAC einfach verloren geht, und desto kälter es wird, desto schlimmer wird auch dieser Effekt. Fun Fact, als Tesla vor 3 Jahren mein Model 3 produziert hat, gab es das Octovalve noch nicht und deswegen hatten wir auf unserem ersten Nordkap Trip eine schlechtere Tesla-Reichweite als beim zweiten, und das obwohl das Model Y ein größeres und schwereres Auto ist. Nicht schlecht. Mich würde der Workflow interessieren, wie du an der Doku gearbeitet hast. Als erstes habe ich mir für jeden Abschnitt der Reise einen eigenen Ordner erstellt. Als zweites habe ich da dann die Aufnahmen reinsortiert. Als drittes kamen die Aufnahmen dann in eigene Final Cut-Projekte, wo ich sie dann als viertes aussortiert und irgendwie zu einer Story zusammengepuzzelt habe. Dafür habe ich bestimmte Teile dann einfach rausgeschnitten oder durch Voice-Over-Parts zusammengefasst. Nachdem jeder Reiseabschnitt auf unter 20 Minuten runtergebrochen war, habe ich die Teile dann zusammengefügt, um einen Film draus entstehen zu lassen. Mit ein bisschen Sounddesign und Farbbearbeitung war dann das Ergebnis fertig. Gut, so einfach war es nicht, aber das war so grob der Überblick. Wie war die Nacht im Eishotel? Ganz ehrlich, ich kann es nicht weiterempfehlen. Es war zwar eine mega witzige Szene für den Film und dafür hat es sich auch gelohnt, aber die Nacht selbst war schwierig. Ich bin jede halbe Stunde aufgewacht. Es ist einem zwar am Körper warm in diesem Schlafsack, aber die Luft in der Lunge ist halt eiskalt und auch mega trocken irgendwie. Macht nicht wirklich Spaß, aber es sieht schön aus und gab schöne Bilder. Wie kalt war es am kältesten Tag? Das war wohl unser Dreh mit Polestar auf dem Eissee. Da hatten wir minus 24 Grad. Welche Szene hat am längsten zum Drehen und welche zum Bearbeiten gebraucht? Zum Drehen würde ich sagen, auch Polestar. Wir waren da insgesamt 3 Tage anwesend, weil wir nicht nur unsere eigenen Reaktionen auf die Autos aufnehmen mussten, sondern auch eine Menge B-Roll von außen, Kameras an den Autos, Drohnenaufnahmen und so weiter. Und das halt bei der Kälte, das hat sich gezogen. Easy. Und zum Schneiden unser Besuch bei den elektrischen Schneemobilen. Der war nämlich in echt recht chillig, aber da im Schnitt dann die Story reinzubekommen, erklärt zu bekommen, was denn die Vorteile von diesen E-Sleds sind, die ganzen Animationen, die da noch mit dran hingen, das Sounddesign, das war echt viel. Thank you so much for showing us the unlocked mode. It's crazy.
Wie viel Gigabyte Rohmaterial waren es und wie viel Gigabyte hatte die fertige Doku? Das Rohmaterial war 5,18 Terabyte groß und hatte eine Gesamtspielzeit von 47 Stunden und 19 Minuten. Die besten 2 Stunden 13 davon habe ich euch dann in einer 39,62 Gigabyte großen Datei auf YouTube hochgeladen. Wie lange hat die Planung der kompletten Doku von der Idee bis zur Kinofassung gedauert? Ungefähr 1,5 Jahre. Wie viele Arbeitsstunden stecken insgesamt in der Doku von allen Involvierten? Ich habe das mal grob überschlagen und komme auf insgesamt 4000 menschliche Arbeitsstunden. Da zählen aber nicht nur das Film und der Schnitt und die VFX rein, was wir zu viert gemacht haben, sondern auch alles, was drumherum passiert ist, also die Planung, das Management und zum Beispiel auch so Sachen wie die Folierung der Autos. Wie viel hat die Produktion gekostet? Das haben wirklich super viele gefragt und ich hoffe, ihr könnt einfach nachvollziehen, dass ich euch jetzt hier keine centgenauen Beträge aus unseren Verträgen mit Michelin vorlesen kann. Aber so viel sei gesagt, es war sehr teuer, ein 6-stelliger Betrag ist es im Endeffekt geworden. Klingt vielleicht ultra viel für ein YouTube-Video, aber ihr müsst dabei bedenken, dass da ja nicht nur die Reisekosten reinzählen, wie die Unterkünfte, die Verpflegung, die Miete der Autos, die Stromkosten, sondern auch so Dinge wie Equipmentkosten und am allerwichtigsten, Arbeitszeit. Mehrere Menschen haben für teilweise mehrere Monate nicht ihren normalen Job machen können, weil sie stattdessen an der Doku gearbeitet haben. Und klar machen wir das alle aus Leidenschaft, aber mit Leidenschaft kann man halt leider keine Miete bezahlen und dementsprechend, ja, muss das da alles auch mit einberechnet werden. Wie viele Aufrufe müsste die Doku haben, dass alle Kosten gedeckt sind? Ohne Sponsor. An der Stelle kann ich euch tatsächlich was Konkreteres geben. Ich habe das nämlich mal mit meinen YouTube Analytics ausgerechnet und rausgefunden, dass wir 15 Millionen Views bräuchten, um das Projekt zu finanzieren. Ist natürlich mega unrealistisch, deswegen an der Stelle auch nochmal dickes Dankeschön an Michelin, dass sie das Ganze unterstützt und finanziert haben. Ohne die wäre es einfach nicht möglich gewesen. Was ist dein aktueller Lieblingsshot von der Reise? Also bei Videoshots könnte ich mich niemals entscheiden. Der ist auf jeden Fall ein Favorit. Der auch und der. Aber am allerdollsten mag ich, glaube ich, den, weil wir den ungefähr 15 Mal aufgenommen haben und dann nur die beste Version davon in der Doku gelandet ist. Aber du hast ja eigentlich nach Fotos gefragt, deswegen würde ich sagen, das Ding hier. Jonah hat einfach vollen Einsatz gezeigt und sich in die Kofferräume der Autos gesetzt, um epische Schneefahrshots wie den oder den hier hinzubekommen. Es ist übrigens nichts kaputt gegangen bei der Sache. Also die Kamera und der Gimbal haben es überlebt. Die erste war geil. Die neue war ein einziger Werbefilm. Das ist zwar keine Frage, aber ein Vorwurf, mit dem ich häufiger konfrontiert wurde. Und ehrlich, es tut weh, sowas zu lesen, nachdem man so viel Zeit und Energie in ein Projekt gesteckt hat, das kostenlos auf YouTube anschaubar ist. Deswegen an der Stelle ein paar Statements. Ich habe in einigen Kommentaren gelesen, dass wir scheinbar viel mehr Sponsoren hatten, als es tatsächlich der Fall war. Ich habe den Vorwurf bekommen, dass Polestar uns gekauft hat. Haben sie nicht. Ich habe den Vorwurf bekommen, dass Tesla uns gekauft hat. Lächerlich, die machen generell keine Werbung, aber dann erstmal YouTuber kaufen oder was. Und dann habe ich teilweise noch gelesen, dass Aurora Powertrains, also die elektrischen Schneemobile, uns gekauft hätten. Leute, das ist eine kleine Firma mit 5 Mitarbeitern, als ob die so ein riesen Filmprojekt für YouTube Deutschland finanzieren, wo es nicht mal Schnee gibt, um mit so einem Ding rumzufahren. Ich kann euch versichern, dass Michelin der einzige Sponsor war, den wir für die Doku hatten. Und alles, was in diesem Film gelandet ist, sind Dinge, auf die wir Lust hatten. Mit dem Polestar über ein Eis zu driften, natürlich, es macht mega Bock, rausfinden, wie elektrische Schneemobile funktionieren, ist doch spannend und auch die Dinge, die wir mit Michelin gemeinsam organisiert haben, sind doch cool, mal so ein verrücktes Hotel zu erleben und das mit euch teilen zu können. Geil, auf einer fetten Schneefläche unsere Autos gegeneinander antreten zu lassen, wer würde da Nein sagen? Ja, aber scheinbar war es nur Werbung. Passt eh. Warum hast du nicht auf dem Mac Studio oder Mac Pro geschnitten? Ganz einfach. Ich habe ewig an der Doku gearbeitet und dementsprechend habe ich auch von überall an der Doku gearbeitet. Und ein MacBook kann man viel leichter mitnehmen. Was ist jetzt mit den Strafzetteln, die ihr in Kopenhagen bekommen habt? Bisher sind die nicht bei uns angekommen. Drücken wir mal die Daumen, dass es so bleibt. Wie lange kennt ihr euch drei schon? Uff, das dürften jetzt...
keine Ahnung, 8 Jahre oder so sein. Hier mal ein Foto, als ich Jonah zum ersten Mal getroffen habe und als ich Jonas zum ersten Mal getroffen habe. Warum seid ihr zu dritt gefahren? Ist doch blöd, wenn einer immer alleine ist. Auf so einer großen Reise hängt man ständig aufeinander. Da ist es schön, wenigstens ein Drittel der Fahrzeit, die ja schon mal nur ein kleiner Teil der Gesamtzeit ist, für sich haben zu können, um runterzukommen oder vielleicht auch den Partner zu Hause anzurufen. Wie habt ihr den Cockpit-Fehler vom ENIAC behoben? Jonas hat da einiges probiert. Auto neu starten, aussteigen, abschließen, wieder einsteigen, Reset vom Infotainment. Aber im Endeffekt war Warten die Lösung. Denn am nächsten Tag hat alles wieder funktioniert. Fandet ihr die schwedische oder die norwegische Route schöner? Schweden ist super ruhig und angenehm. Norwegen ist ein bisschen spektakulärer. Wie teuer war der Unfall? Die Autos waren natürlich versichert. Dementsprechend mussten wir nur eine kleine Selbstbeteiligung zahlen. Der tatsächliche Schaden war beim ENIAC zumindest aber grob 10.000 Euro, weil wohl richtig viel an der generellen Struktur des Autos verbogen wurde. Konnte man den LKW nicht identifizieren und mit zur Verantwortung ziehen? Viele von euch haben uns in den Kommentaren netterweise darauf hingewiesen, dass der LKW in Schweden tatsächlich optimal gehandelt hat. Der musste ja selber noch den Hügel hochkommen, was er mit einer Bremsung sicherlich nicht mehr geschafft hätte. Außerdem hätte Bremsen dazu führen können, dass der Anhänger ausgebrochen wäre und das wäre dann noch sehr viel böser geendet, als es in dem Fall geendet ist. Wieso ist das Ende so abgehackt? Erstens, wir haben uns mega gefreut, am Nordkap anzukommen und wollten diesen fröhlichen Moment nutzen, um euch aus dem Film rauszuschicken. Und zweitens hatte ich eigentlich vor, mit dem Abspann zu zeigen, was auf unserer Rückreise passiert ist. Das hat scheinbar nicht ganz gut geklappt. Viele haben auch gefragt, ey, was war eigentlich auf der Rückreise? Ja, die Shots im Outro sollen das zeigen. Das war vielleicht nicht ganz optimal dargestellt. Aber die Experten wissen, wir sind die Route zurückgefahren, die wir beim ersten Mal hingefahren sind. Welche Kameras, Objektive und Drohnen wurden genutzt? Die aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Ich blende es aber einfach mal hier ein für alle, die es genauer interessiert. Links sind auch nochmal unten in der Beschreibung. Wie viel Prozent Handyaufnahmen haben es in die Doku geschafft? Smartphones im Allgemeinen, aber ganz besonders das iPhone, sind mittlerweile zu richtig starken Filmmaking-Tools geworden. Deswegen haben wir uns auch bei dieser Doku wieder dazu entschlossen, viele Sachen mit unserem Handy aufzunehmen. Ich kann nicht sagen, wie viel Prozent es genau waren, aber ich blende einfach mal ein paar Beispielaufnahmen ein. Ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere vielleicht überrascht davon ist. Welche Halterungen habt ihr in und an den Fahrzeugen benutzt, um eure Kameras zu befestigen? Unser Go-To-Tool dafür ist die magische Kombination aus diesem Industriesaugnapf, der mit einer Pumpe ein richtig starkes Vakuum erzeugen kann, und diesem Kugelkopf, der beliebig in alle Richtungen gedreht werden kann. Links zu den Dingern sind unten in der Beschreibung. Wie suchst du immer nach deiner Musik? Doku Selection war einfach. Ich nutze dafür 3 verschiedene Plattformen, Epidemic Sound, Artlist und Musicvine, weil die alle unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Könntet ihr euch vorstellen, den nächsten Film nicht selbst zu schneiden, sondern von einer Produktionsfirma professionell produzieren zu lassen? Absolut nicht. Die Produktion macht mir am meisten Spaß an diesen Projekten. Es steht nicht umsonst Edit auf meinem Arm. Worüber würdest du noch gerne eine Doku produzieren? Gibt es Ideen für die Zukunft? Also bis zum nächsten Großprojekt dauert es jetzt erstmal noch ein Weilchen, aber es wird mich schon wundern, wenn das jetzt das letzte gewesen wäre, denn Ideen habe ich noch ohne Ende. Ich glaube, es macht Sinn, an diesem Roadtrip-Format festzuhalten, aber auch das kann ja noch so vielseitig ausgebaut werden. Ich könnte mir zum Beispiel mal vorstellen, wo warm ist hinzufahren. Vielleicht in die Wüste? Aber ja, ich würde sagen, das war's mit dem Q&A. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Nicht nur hier, sondern auch bei der Doku. Es war mir eine Ehre, so ein Ding für euch auf die Beine gestellt zu haben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.